Hallo, einen guten Abend. So, ich hoffe, der Ko Ton kommt auch gleich durch. Ich starte jetzt auf jeden Fall mal. Und dann kann ich auch schon mal winken. Hallo und einen guten Abend. Ah, was zu trinken noch holen? Arak, Dankeschön. Vielen Dank, Arak. Zum inzwischen sogar schon fünften Monat Resub. Wow. Ich weiß gar nicht, wer den längsten Sub hat, aber ich glaube fünf. Könnte sein, dass du der Erste bist mit 5 Monaten. Doch ja, du warst ja sogar, ich glaube, du warst ja, hast ja abonniert, bevor ich überhaupt den ersten Stream gemacht hatte. Thyrawal war der Erste. Na gut, dann war das Thyrawal. Entschuldige, ich habe das verwechselt. Guten Abend, ihr beiden. Ja, ich dachte, ich mache noch ein bisschen Pre-Show-Unterhaltung, bevor Josie und Pi kommen. Wobei ich mich vielleicht nicht ganz dran halten werde an ihre Startzeit, aber ich habe auf jeden Fall vor, so, ja, gegen ihre Start, naja, irgendwann, wenn sie starten, dann zum Ende zu kommen und dann rüber zu raiden. Wobei die meisten von euch wahrscheinlich dann sowieso drüben weiterschauen, schätze ich mal. Auf jeden Fall bin ich noch nicht ganz sicher, was ich jetzt heute Abend dann mache. Also ich will auf jeden Fall später noch laufen gehen und Wäsche aufhängen, so ein bisschen Hausarbeit machen. Und würde dann wahrscheinlich aber am Abend irgendwann wieder noch weiterspielen. Es sei denn, ich glaube, ja, es sei denn, wir spielen irgendwas anderes oder so. Oder ich kann mich nicht losreißen vom Stream bei Josie und Pi. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich alleine gerade noch zu Hause und von daher würde es sich eigentlich anbieten und ich hätte einfach große Lust, weiterzuspielen. Ja, mal schauen. Ja, danke, Thyrawal. Wir haben es geschafft. Wie fandest du denn Epicer Desk Job? Hallo, hallo Alec. Hier ist ja beim letzten Mal das Spiel abgestürzt, als wir mit dem hier unten geredet haben. Und ich habe an diese Stelle wieder hingespielt, sodass wir Mary und John im Prinzip jetzt wieder in unser Team aufgenommen haben und wir sie nach zum Flughafen bringen sollen, nach Drassen. Das steht, glaube ich, jetzt auch im Laptop drin. Als Aufgabe. Oder Touristen zum Flughafen nach Drassen eskortieren. Lappt ein bisschen über hier. Aus dem Laptop auf den Rahmen rauf, ganz klar. Genau, und jetzt reden wir mal mit ihm. Ja, genau, das gefällt mir halt auch so bei Portal, ne? Dass die Antagonisten halt so cool sind, ne? Die haben alle was für sich. Und Aperture Desktop ist halt ein Portal-Nachfolger, was man ja auch gleich mitbekommt. So, Janni, was möchtest du denn bitte? Man hört nichts, ne?
Ich habe gerade gesehen, kein Ausschlag. Ich bin gleich wieder da. Naja. Gut. Ja, die kann nicht drum rumkommen, hier das aus dem Bild rauszukommen. Weil es ist immer, irgendwie stellt sich jedes Mal mein Sound aus auf Standard und dann geht das Headset nicht mehr. Dann muss ich immer wieder direkt einstellen, dass er das Headset als Aufnahmequelle nimmt. So. Und jetzt macht das hoffentlich. Nimmt auch auf. So, werden wir gleich sehen. Gut, ich spreche ihn gleich nochmal an. Willkommen, ich bin Yani, Tempelwächter und ewiger Diener des Tempels von Shisena. Ja, hört sich doch gut an. Dienstreise an den Bodensee. Schauen Sie sich nur in den Ruinen um, doch ich möchte Sie bitten, das Erbe von Aruko und die Ruhe an diesem Ort zu respektieren. Bitte geben Sie keine Schüsse ab oder entweihen Sie anderweitig diesen heiligen Boden. Zu spät. Sie werden ungestört sein. Kaum eine Seele verirrt sich mehr hierher. Dieser Ort war einst der Stolz von ganz Aruko, das Ausflugsziel von Familien am Wochenende und ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Seit der goldene Kelch des Glücks aus Shisena entwendet wurde, ist den Leuten das Betrachten der Steine überdrüssig geworden. Der Kelch war es, der die Massen anzog. Wer ihn berührte, wurde mit einem Leben voller Glück gesegnet. Jahrhunderte alt, besetzt mit den edelsten Juwelen, ist er das spirituelle Herz unseres Volkes. Ihn lieben und verehren die Menschen. Ihn wieder an seinem angestammten Platze zu wissen, wäre ein frischer Lebenshauch für unser Land. An dem Kelch ergötzen sich nun die Reichen und Wohlhabenden von Balime. Die Herrscherin wollte nicht, dass die einfachen Bauern vom Lande den Segen des Kelches bekommen, und nun befindet er sich gut bewacht im Museum. Größe wäre dem verliehen, der den Kelch an seinen angestammten Platz zurückbrächte. Ihn hier zu haben, würde gewiss das Land wieder vereinen. Ungezogene, hallo, schön, dass du auch wieder da bist. Ja, ich weiß es auch. Jani hat gerade gesagt, in Balime ist der Kelch. Das Interessante ist, wir haben jetzt zwei Leute, die den Kelch wollen. Nämlich hat Kingpin auch 20.000 Dollar für den Kelch geboten. Und die Bewohner von Cicena wollen den Kelch nun auch zurückhaben. Tatsächlich habe ich den Kelch noch nie zurückgebracht, weil ich ja immer nur bis Balime gespielt habe. Aber ich glaube, den Kelch, wenn ich ihn aus dem Museum befreit habe, wenn ich das einmal geschafft habe, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern, dann habe ich es nicht geschafft, den wieder bis nach Cicena zurückzubringen. Es könnte sein, dass ich ihn einmal nach San Mona gebracht habe, zu Kingpin und ihm den für 20.000 verkauft habe. Aber dann nicht mehr nach Meduna gekommen bin. Weil in Meduna war ich ja, wie gesagt, noch nie. Obwohl ich das Spiel ja schon ungefähr 10 Mal angefangen und nie wirklich beendet habe. Und soweit ich weiß, ist quasi die Königsdisziplin, wenn man den Kelch des Glücks nach San Mona bringt, ihn an Kingpin verkauft, anschließend Kingpin und seine ganze Gang killt, den Kelch weiternimmt und ihn wieder nach Cicena bringt. Und so beide Quests erfüllt. Ich bin am Bodensee nur lang gefahren mal, glaube ich. War mal an den Rheinfällen. Das war kein Reinfall.
Was? Ich Kelch mit dem Elch ist der Wein rein und fein im Becher. Mit dem Fächer ist der Wein mit der Pille. Ha? Du sagst rätselhafte Dinge. P, Ungezogene, ist Freaky P. Das ist einer derjenigen, die hier öfter im Stream-Chat mit sind und die einer von denjenigen, die auch Forge of Empires streamen, was ich ja auch streame. Und da wird wird heute Abend wieder von Josie und P ein Stream gemacht zu Forge of Empires und die werden heute Abend irgendwann vielleicht so in einer Dreiviertelstunde anfangen, auch wieder ihren Stream zu machen. Ja. Ich kenne das Arak, genau. Ich finde es auch interessant mit den Bergen. Wenn ich in Berglandschaften bin, dann kriege ich immer Lust, auf diese Berge hinaufzuklettern. Oder zu wandern. Nicht zu klettern. Ja. Gut, okay. Also, Jani hat eine Aufgabe für uns. Gucken, ob er noch was sagt. Shisena ist die bescheidene Wiege unseres Landes. Unter diesen Ruinen liegen 1000 Jahre Geschichte begraben. Ich muss meinen Aufgaben nachkommen. Ich werde mich nicht weit entfernen. Okay. Ich habe geschworen, bis zu meinem Tode in Shisena zu verweilen. Dieser Verpflichtung will ich nachkommen. Geht klar. Also er möchte nicht rekrutiert werden. Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht angenommen. Komisch, dass hier ein einzelner Söldner noch war. Okay, dann gehen wir mal in die Häuser. Ja. Trevor, walte deines Amtes. Und sammeln gleich im Anschluss mal die Dinge ein, die hier so fallen gelassen wurden. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt nichts Besonderes dabei. Leider. Der Wein mit der Pille im Elch mit dem Kelch. Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. Was? All right on. Right on. Nichts drin? Nichts drin? Juhu. Ja, das ist nicht so geil. Deswegen fahre ich lieber mit der Bahn, Thürer, weil wenn man dann erstmal drin ist, ist es eigentlich immer ganz gut. Nichts drin? Wenn sie dann fährt, Juhu. Dann lohnt sich das. Kann man machen, was man will. Right on. Jemand anderes fährt für einen. Man hat Platz, nicht so wie im Bus oder im Flugzeug. Ein Aufstehen, durch die Gegend gehen. Ist schon gut. So, okay. Was gibt's? Tatsächlich nicht wirklich was Besonderes. Die Rucksäcke sind klar, die kann ich wieder aufheben. Dann muss ich nochmal auf meinen Zettel gucken. Habe ich natürlich wie immer vergessen. STRG Shift F. Nee, doch. STRG Shift F. Bing. Haben Sie die Rucksäcke wieder an. Okay. So. Stahlhelm, weiß ich jetzt schon, den kann ich in den Wagen packen. Wo ist der Wagen? Ach, der ist unten, stimmt. Dann muss ich den erstmal tragen. Dann haben wir ein schweres Wurfmesser, okay. Dimitri, du kriegst jetzt auch noch ein schweres Wurfmesser.
Okay, das ist ein eigenartiges Magazin. Mal nachlesen. Die neue Patrone SP-10 im Kaliber 9x21 wurde eigens für die Pistole SR-1 Vector entwickelt, um 30 Schichten Kevlar und 2,8 mm Titan auf 100 Meter zu durchschlagen. Aha. Also wahrscheinlich besonders panzerbrechend. Auf jeden Fall hat die 2 statt 1 im Vergleich zu den anderen. Allerdings hätte ich jetzt keine Waffe dafür, die das laden kann. Also die diese Munition laden kann. Diese Vektor. Ja. Und noch eine Pistole. Eine Reichweite auf 12, nicht schlecht. Eine Beretta mit einem 40er Magazin. Wer hat denn hier? Er hat eine Beretta, aber eine 9x19 und das ist eine 40er. Das ist quasi ein Umbau sozusagen. Von dieser 96 FS für ein anderes Magazin. Ja, okay. Jetzt nicht die Superwaffe. Aber auch nicht schlecht. Denke ich. Aber ich glaube, die haben alle hier schon Pistolen mit einer 12er Reichweite. Von daher. Ah, stimmt nicht. Hier hat noch keine 12er Reichweite. Gut, dann kriegst du die erstmal. Dann kannst du deinen Revolver loswerden. Okay, und dann nimmst du am besten das auch noch mit. Und dann haben wir alles eingepackt, inklusive der beiden Zivilisten. Und dann wollte ich ja mal einen Blick in die... Uiuiui, ich hab den Stream-Chat nicht groß genug gezogen, sehe ich gerade. So viel Zeit brauchst du zu Freaky P. Okay, ich weiß nicht, ob ich was überlesen habe. Falls ihr darüber was geschrieben habt, über dem, was Arak zu Freaky P braucht, schreibt es gerne nochmal, weil das kann ich gerade nicht mehr lesen. Genau. Warst du schon mal bei Pi Arak? Die nächste Zeichnung wird heute veröffentlicht. Na, da bin ich ja mal gespannt, was es heute zu sehen gibt. Oder bestimmt heute. Falls ich es überhaupt mitbekomme, weil ich hab ja noch ein bisschen was vor. Wie gesagt, beim Wäscheaufhängen passt es ja super. Da kann ich sehr schön Josie und Pi zugucken. Während der Forge of Empires Show. Aber beim Laufen im Anschluss, das wird nix. Das wird nichts. Da könnte ich zwar zuhören, wenn der Streamton mitspielt, das würde gehen. Aber ja, ich höre lieber dann einen Podcast, wo sowieso darauf ausgelegt ist, dass man nichts sehen kann. Sonst denkt man sich immer, oh ja, jetzt zeigen sie irgendwas Interessantes, da will ich ja gucken und geht nicht. Genau. Ja, muss sie mal fragen. Mag sich bestimmt mal treffen. Auf ein zuckerfreies Kaltgetränk. Und du kannst ja was anderes trinken.
Okay. Ja, ich würde jetzt erstmal Ira hier lassen. Die soll die Miliz trainieren. Und ich würde Fox hier lassen. Die soll ebenso Miliz trainieren. Und dann werde ich mal schauen, was mit den dreien von der Tankstelle ist, von hier drüben. Die sind jetzt alle fit. Ja, die sind alle fit. Die werde ich mal in Trupp 3 stecken, weil die sich auch auf den Weg machen sollen. Die Idee war ja, einerseits sie mit Rucksäcken auszustatten, die dann hoffentlich gleich eintreffen in Drassen und dann Dinge rüber zu transportieren und sie gleichzeitig dann auch zum Ausbilden von Milizen zu benutzen. Aber Fox und Ira sind schon mal dabei, die bleiben hier. Wen lasse ich denn noch da? Damit sie nicht ganz alleine sind. Ich würde sagen, ich lasse mal noch Trevor hier. Reparieren hat er leider nichts. Ist schon alles repariert, ne? Das ist ja schade. Ja, und einkaufen gehen wir, da hast du recht. Genau. Wir gehen einkaufen. Wenn du Ideen hast, was ich kaufen soll, mal abgesehen von dem russischen Zielfernrohr für die SKS, dann kannst du mir gerne Tipps geben, ungezogen. Aber sei mir nicht böse, falls ich es überlese. Dann musst du es nochmal schreiben. Ja, gut, Trevor ist erstmal soweit ausgestattet. Ach, Trevor hat gar keinen keinen Reparaturkasten. Dann gebe ich den erstmal an Trevor rüber. Gucken, vielleicht kann er dann was reparieren. Dann geht's mit dem Reparieren. Gut, dann bleibt Trevor noch da und hilft reparieren, aber halt, stopp, eine andere Sache noch. Erstmal schicke ich den wieder hoch zu den anderen beiden. Es kann ja immer ein Gegenangriff kommen. Und in dem Fall sollen sie zumindest relativ beisammen sein. Und dann lasse ich noch Dimitri hier. Ach, Dimitri nicht. Ich verwechsel ja immer Dimitri und Grizzly. Grizzly lasse ich noch hier. So, Trevor, du reparierst Gegenstände und Grizzly, du trainierst wieder irgendwas. Trainier einfach. Beweglichkeit sieht schon ganz gut aus. Mach mal die Beweglichkeit auf 72 vielleicht. Okay, ja, das müssen wir schauen. So, und den Rest, den würde ich an ein Team sticken. John und Mary haben Moose. Ne, wer ist denn jetzt hier überhaupt Gutes drin? Chris, Dimitri und Hamus. Ah, es sind vielleicht ein bisschen wenig. Nur drei, die was können. Ich glaube, die Chance ist größer, dass ich auf dem Weg auf Gegner treffe, als dass die Inchizena ein Problem bekommen. Zumal die Inchizena dann vielleicht schon Milizen als Unterstützung haben. Nee, dann lasse ich Grizzly lieber doch mitgehen. Und dann ist ja Trupp eh voll. Dann sind es ja sechs Leute. Genau. Dann lasse ich die so losziehen. Die können ja dann auch mit dem Auto fahren. Ja, wobei, die können nur bis hier fahren, da muss das Auto da stehen bleiben.
Ist aber nicht so schlimm. Das Auto muss immer auf einer Straße fahren und die Straßen gehen halt hier unten in, ja, in Gebiet, wo ich noch nicht war. Und da ist es noch eh noch wahrscheinlicher, dass ich irgendwie auf Gegner treffe. Wobei ich überlege, ob ich, wenn ich hier bin, hier gerade durchgehe, um diesen Sektor hier noch extra aufzuklären. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Andererseits mit meiner Fracht, den beiden Zivilisten, ist das vielleicht auch nicht so gut. Die Idee. Gut, ich gehe erstmal kurz rüber. Inzwischen. In Sektor 2, aber jetzt kriegen wir erstmal eine Zwischensequenz. Was ist denn nun schon wieder, Elliot? Eigentlich, Eure Hoheit, sieht es eher schlecht aus. Wie schlimm ist es, Elliot? Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass es um meine Nerven heute nicht besonders gut bestellt ist. Eure Hoheit, diese Fremden, diese Söldner, sind in Chicena einmarschiert. Aber bis jetzt haben sich unsere Truppen tapfer gehalten. Ich bin nicht an tapferen Versuchen interessiert. Ich will meine Macht und mein Geld behalten. Und ohne meine Minen habe ich weder das eine noch das andere. Ist Ihnen das nicht klar? Elliot, Sie Schwachkopf. Und was diese Söldner angeht, nun... Zwei Städte? Ich muss mir einen besseren Plan einfallen lassen. Sie sind offensichtlich erfahrener, als ich angenommen hatte. Rufen Sie meine Berater zusammen, Elliot. Ich werde diesen lächerlichen Rebellen und den anderen Trotteln eine Überraschung schicken, die sie nicht vergessen werden. Allmählich werden sie ein Synonym für Schwierigkeiten, Elliot. Wie ihr befehlt, Eure Hoheit. Also Elliot hat den Befehl bekommen, ein Synonym für Schwierigkeiten zu werden. Oder so ähnlich. Ja, also Elliot hat schon seine ersten blauen Flecken hier so an den Stellen. Die Herrin setzt ihm ganz schön zu. Bin gut angekommen. So, ja, also wir können dann damit rechnen, dass es irgendwie einen Gegenschlag gibt, aber ich hoffe, die 3 plus Milizen halten dem dann stand. Sollte der so schnell kommen, dass die dann da alleine sind. Schauen wir mal. So, mit dem Eiswagen fahre nur hier hin. Oder? Ach nee, ist schon Quatsch. Also wenn ich jetzt hier oben nach San Mona wollen würde, dann müsste mich einmal hier ganz unten rumfahren und da sind garantiert irgendwo feindliche Einheiten. Ich könnte natürlich auch direkt hier durchfahren, aber hier durch Cambria komme ich eh nicht. Das ist ja noch eine feindlich besetzte Stadt. Ja, also fahre ich nach hier. Okay. So, und dann schauen wir mal. Ach so, und noch was? Die 3 gehen mal nach oben wegen der Rucksäcke. Ich bin nicht sicher, wann die kommen. Ich glaube um 10, oder? Ungezogene, weißt du es? Kommt die Lieferung nicht um 10 beim Übernacht-Express? Oder generell, wenn man irgendwie 3 Tage eingestellt hat, nach 3 Tagen um 10? Ja, ich schaue jetzt nochmal bei Bobby Race, was es zu holen gibt. Secondhand wird sich ja auch... Ah, okay, schade. Wird sich ja vielleicht auch lohnen, wenn man hier mal durchguckt. Oh, schön. Reichweite von 40. Das ist aber ein Sturmgewehr. Denke ich. Munition ist 50er Beowulf, kenne ich. Also ist mir nicht geläufig auf jeden Fall. So, das hier ist auch ein Sturmgewehr. 5,45x39 ist, glaube ich, eher ein geläufigeres Format. Das ist ein Scharfschützengewehr, die Beowulf. Eine Reichweite von 40, sind die nicht eigentlich noch länger? Gut. Okay.
Wahrscheinlich ist es deshalb ganz vorne dann, ja? Und hier kommen ja ein Haufen anderer Sturmgewehre noch. Ja, die sind natürlich alle nicht schlecht, ne? Na gut, hier wird's dann schlechter. ...0,5er kann nie ein Sturmgewehr sein. Ich habe keine Ahnung. Weil... meine 39 mm ist ja jetzt auch nicht so klein. Klein. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, keine Ahnung. Also... zumindest grob hätte ich jetzt... 12, ach so, das ist ein, das sind 0,5 Zoll oder was? Nee. Halb Zoll. Nee, Zoll ist doch, ein Zoll sind doch 3, irgendwas Zentimeter. Hm. Und ein halber Zoll, ja. Kann ja hinkommen. Oder dann wären es 2,8. Naja. 2,45. Okay. Ah ja, okay. Ja, das ist dann... trotzdem eigenartig. Dann wäre das... dann wären das ja... Kaliber 50. 12,7 mm. Okay. Ja, na, ich habe grundsätzlich irgendwie aus Filmen das Gefühl, dass die Munition größer ist für Scharfschützengewehre, dass das halt eher so lange Dinger sind. Pistolen sind klein auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, wie es beim Sturmgewehr ist. Die sind dann auch kleiner, oder was? Meine sind halt 7,62 mm. Oder was? Nee. Mal 39 mm? Keine Ahnung. Ihr seid... dann kennt ihr euch da aus. Ich kenne das nur aus dem Spiel. Und ich hoffe, es passt. In dem Fall dann auch mal. So. Ja, hier hinten wird es, glaube ich, weniger interessant. Klar, hier sind noch Schrotflinten, aber die will ich gar nicht so unbedingt behalten. Eine Bushmaster. Noch eine Beretta, aber das sind doch auch wieder Sturmgewehre. Dann sind das hier Gewehre oder was? Ist das denn gegliedert, wenn man jetzt auf Feuerwaffen geht? Pistolen, MPs, SMGs, Gewehre. Ach so. Das ist wahrscheinlich Gewehre und dann kommen die Sturmgewehre. Ja, wobei die Sortierung ist hier anscheinend eine andere. Ja, aber an sich ist es relativ günstig, ne? So ein Scharfschützengewehr hier für 979. Ist halt fast kaputt, aber das kann man ja reparieren. Fast komplett kaputt. Aber es ist halt eher ein seltenes Magazin. Vielleicht doch nicht so gut. 8,6 mm Spezial wahrscheinlich. Ist auch ein komisches Magazin. Wahrscheinlich eine australische Waffe. Zumindest weiß ich, die Panzer, Bushmaster Panzer sind australisch.
Ein Beretta-Gewehr. Keine Ahnung, scheint mir aber auch eher ein ungewöhnliches Magazin zu sein. 5,65 mal 45 ist es. Ich kann mir die halt nicht merken, die Magazinarten. Colt ist, glaube ich, immer ganz gut. 5,65 mal 45. Die haben, glaube ich, eher typische Magazine, die man oft findet. 5,65 mal 45. Jetzt schaue ich erstmal, ob das nicht das ist, was hier rumliegt. Liegt das nicht hier? Doch hier. Genau. Das dachte ich mir doch, dass das ist. Die kommen relativ häufig vor. Sowas kann man eigentlich mitnehmen. Ja, die Beowulf sehr selten. Genau, dachte ich mir schon, dass die sehr selten ist. Aber so viel ist jetzt auch noch nicht aufgetaucht von der Munition. Also, aber das würde wahrscheinlich eher passen. Ups. Gucken wir nochmal, was ich noch habe. Anscheinend erstmal nur die. Und im Laster ist, glaube ich, noch was. Wo ist denn der Laster? Im Laster haben wir 30er Karabiner. Auch nichts Besonderes. Genau. Und sonst haben wir jetzt gerade viel von dem. Von. Na. Der hier, ne? 9x19. Ist halt gut für die leichten Maschinengewehre, die wir jetzt da haben. Sehr üblich. Wobei die Colt von. Ich glaube von Trevor, ne? Ach nee, ist gar keine Colt. Aber irgendjemand hat schon eine Colt. Da irre ich mich jetzt. Hatte nicht irgendjemand. Ah ja, Grizzly hatte eine Colt. Die hat auch dieses Format. 9x19. M635. Gut. Ja, aber das will ich auch so lassen. Das ist halt. Das überwältigt mich sonst mit dem Inventarmanagement. Ich sorge lieber dafür, dass ich noch ein bisschen mehr Geld bekomme und kaufe dann mir noch was ein bisschen zu, würde ich sagen. Ah, okay, schauen wir mal. Ob die hier dieses Beowulf-Magazin haben. Ist da. Ist genug von da. Aber es droppt halt in der Umgebung nicht. Zehn mm Magazin. Ich glaube, das ist das, was ich auch brauche. Ja, und das NATO-Zeug, das wird dann auch relativ viel droppen. Vielleicht sollte ich mir davon auch noch ein bisschen was holen. Das ist ja das für das Scharfschützengewehr von Chris. Oder die Match. Team hat eine Waffe, die diese Munition verwendet. Ah, da steht es auch, okay. Das ist ja praktisch. Ja, die ist halt sehr teuer, die Match. Was heißt WP?
Nehmen wir hier 5 von mit. Bei der Ihr Team hat 4 Waffen. Okay, ach so, das ist. Wo ist denn. Hier. Einer nur. Nee, dann ist es, glaube ich, was anderes. Oder ist es ausgestatteter? 10 mm Auto. Ja, wenn ich das jetzt schließe, das ist es ja wieder aus. Ist ja wieder zu. Ärgerlich. Ja. Auf Sturmgewehr soll ich gehen? Gehe ich. Ach so, zeigt das jetzt nur Sturmgewehr-Munition. Aber gut. Das ist ja wahrscheinlich ein SMG. SMG. Die. Gut, gehen wir zurück. Startseite, ne? Startseite. Feuerwaffen. Sturmgewehre. Viele Gewehre. Das hier. Ist das NATO-Munition? Hat eine heftige Reichweite auf jeden Fall. Okay. Ja, das ist mir jetzt aber zu teuer. Ich habe ja nur 7000. Ich würde eher gucken nach Dingen, die ich jetzt gerade dringend brauche. Sieht geil aus. Oder was es im Angebot gibt, quasi beim im Second-Hand-Bereich. Und da hatte ich jetzt ein Auge auf die Colt geworfen. Ist halt die Frage, welches? Obwohl, die sind ja auch ziemlich teuer. Die Reichweite ist jetzt auch nicht der Hit, ne? Von denen. Auch 2000. Da war die Beowulf halt sehr günstig für unter 1000. Hier, die kostet, das kostet hier 1500. Vielleicht ganz gut. Ich pack's mal eben drauf. Das haben die anderen, glaube ich, auch. 37, ja. 35. Schaden ist größtenteils gleich.
denke, das liegt eher an der... Da kannst du halt mehr ranpappen. Nö, hätte ich auch nicht. Naja, ich lasse es auf mich zukommen, würde ich sagen. Jetzt noch Colt Karabiner, Colt Kommando. Ah, die sind dann halt schlechter von der Reichweite. Okay. Nope. Ist das nicht ein Scharfschützengewehr? G3A3? Teuer, teuer. Guckt irgendwie sehr durcheinander hier die Liste der gebrauchten Waffen. Zwischendurch eine Pistole. Sturmgewehr. Eine AK. Viele AKs. ZF4REF. Zielfernrohr 4. Ein komisches Ding. Echt überwältigendes Angebot hier. Steier-Org. Ach so, das ist nach Buchstaben, nach Anfangsbuchstaben sortiert. Jetzt raff ich es erst. Jetzt verstehe ich es erst. Granattasche, mehr Rucksäcke. Beinprotektoren? Man das als Hose anziehen? Oder was? Oder verstärkt die Hose? Nicht für Kinder geeignet. Echt? Zusätzlich zur Hose. Mal mitbestellen.
Das ist ein ZF4. Das ist das, was du meinst? Nee, ne? Plus Ref ist es nicht. Okay. Gut, ich schaue mal noch nach. Zielfernrohr oder sonstiges wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich doch nach dem Zielfernrohr gucken für die SKS. Halt die Frage, was da passt. Hier steht Russisch, aber keine Ahnung. Das ist das PSO, das passt. Und dann kann ich das gebrauchte PSO-Zielfernrohr kaufen. Für die SKS oder was? Sonstiges. Also das. Ja, Gewehre des Ostblocks. Ja. Dann nehme ich das. Ja. Ich meine, es wird eh zu teuer, alles. Also ich habe jetzt hier drin ein paar Magazine für Chris, das Zielfernrohr für Chris, die ein Nachtsichtgerät und eine Sonnenbrille und die Colt. Munition dafür habe ich ja schon. Soll ich noch nach irgendwas gucken? Das ist jetzt schon relativ teuer. Wenn ich hier Drassen einstelle, dann geht das hier schon in Richtung unseres Kontostandes. Und ich würde... Ja, keine Ahnung. So groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. 1000 mehr. Standard-Service reicht, aber da ich eh ein paar Mal hin und her laufen muss. Kann man so arm sein? Ja, wegen Trevor bin ich so arm. Ich lasse es so. Ich lasse es so, bestell das und dann später. Schauen wir nach mehr. So. Gut, jetzt bewegt sich hier was. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Ja, jetzt guck dir erstmal, ob hier schon eine Lieferung angekommen ist, würde ich sagen. Oh, ja? Oui. Jawohl. Stehen die alle aneinander. Die Mine von KP. Die Freaks gehen online? Okay. Arak, alles klar. Dann weiß ich schon mal Bescheid, dass ich dann rüber raiden kann. Danke dir für die Info. Ach so, weil die Kiste nicht geschlossen ist. Von King. Oh nein. Wunderbar, jetzt ist alles für den Arsch. Kann ich noch speichern?
Ja, zum Glück. Okay. Na, jetzt muss ich einmal raus aus dem Spiel. Denn ich bin gerade rausgesprungen versehentlich. Muss ich nochmal neu starten. Zum Glück konnte ich es speichern. Aber dann kann ich an der Stelle laden. Gut, aber dann sind Sie schon mal hier am richtigen Platz, sagen wir es mal so. Wenn jetzt die Lieferung da ist, jetzt übt ihr weiter Führungsqualität. Zu reparieren hatte ja, glaube ich, Alex nichts mehr. Mann, nicht immer wieder auf den Falschen drücken. Ja, aber wenn ich die 20.000 da raushole, dann sind die mir doch feindlich gesonnen in San Mona, oder? Was ist passiert? Ach so, Trevor hat alles repariert. Ja, Trevor, dann kannst du doch anscheinend noch weiter reparieren. Dann mach weiter. Jetzt hier. Was tun? Ja, ihr steigt jetzt aus dem Laster aus. Und geht Sie. darüber. Naja, ich will zu Toni und weiter bei Toni Sachen verkaufen. Und von daher will ich mir das erstmal nicht verscherzen. Ach, stopp. Früh. Ich muss ja noch die Sachen mitnehmen, die jetzt hier noch im Laster sind und ich verkaufen will. Das wäre diese Munition hier. Pistolen. Karabinermagazin behalte ich erstmal. Dann so, gucke ich mal, was ich sonst noch mitnehmen kann. Den Großteil, den. Muss ich dann wieder aussortieren. Wird dann wieder schwierig. Na komm. So, da kann ich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Das nehme ich einfach alles mal mit. Sofern es noch in die Taschen passt. Ja, sowas wie Drahtschere, ja, kann ich ja einfach mal drin lassen. Das ist voll. In der Tasche passt es nicht. Na gut. Okay, das war's. Irgendjemand das Magazin tragen? Ja. Gut, das bleibt der Helm im Laster. Okay.
Wirtschaftssimulation. Ja, will ich auch. Will ich quasi auch. Ja. Das ist jetzt die Lieferung, oder? Genau. Das ist die Lieferung. Jetzt ist was angekommen. Von Bobby Race. Und zwar 2 Rucksäcke, wenn ich mich richtig erinnere. So. Trupp 2. Trupp 2 und... Na komm schon. Trupp 2. Ja. So, mit dem Reden brauche ich ja nicht, oder? Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Ja, ich habe hier was für dich. Ein kleines Paket ist reingekommen. Hoffentlich habe ich es nicht irgendwo verlegt. Und für den Fall, dass du es nicht weißt, ich bin, wir sind in keinster Weise für irgendetwas verantwortlich, was verloren gegangen sein könnte. Hier kommen und gehen jeden Tag eine ganze Menge Leute, weißt du. Ich kann nicht ständig auf deine Lieferungen aufpassen. Das heißt, wenigstens nicht für umsonst. Sein Vorkommentar deutet ja darauf hin, dass er was verlegt hat, ne? Dann würde ich ihn mit Flo jetzt mal eine verpassen. Kein Platz. Ja. Oder mit Alex. Ja. Reg dich ab. Was muss ich jetzt machen? Ich habe das noch nie irgendwie... Ja. Reg dich ab! Sagt er nur, reg dich ab. Ich will halt die Sachen haben. Ah, bis er aggro wird? Jetzt liegt er schon mal am Boden. Wird er noch aggro? Kann gerade nicht sprechen. Ich weiß halt nicht, ob er was geklaut hat. Also der Text, der hörte sich halt an, als hätte er was geklaut. Zweimal Aruk drin. Habe ich zweimal Aruk gekauft? Ich hab's. Ich erinnere mich nicht. Ja, hier. Oui. Ja, hier. Könnte sein. Ja. Ach so, das sagen die dann. Okay, dann öffne ich erstmal die Kiste. Geredet hatte ich schon mit ihnen, ne? Ja, ich habe hier was für dich. Ein kleines Paket ist dran. Und hier. Sagt er halt nochmal das Gleiche. Jawohl. Sagen jetzt zumindest nicht, dass irgendwas fehlt. Ich hab's. Und in meiner Erinnerung hatte ich halt auch 2 Rucksäcke gekauft. So, Kraft 70. Kraft 45. Ja. Kraft 41. Oui. War schon klar, dass Flo kräftiger ist als Biff. Okay, gut, jetzt haben sie Rucksäcke, dann... Ja, ich höre. Wieder ab nach unten. Okay, ich bin da. Hier. Und dann packen wir mal Rucksäcke. Packen wir mal Rucksäcke. So, packe ich vielleicht nochmal aus, was ich jetzt hier...
noch stapeln kann. Ist ja seine eigentliche Munition, Elva. Aber das ist seine eigentliche Waffe, die Krach. Ja, ah, okay. Kann auch noch ein bisschen bessere Ausrüstung hier verteilen. Gut. Okay. Reichweitenmäßig sind die ja alle schlecht hier. Das ist eine 12, die CZ. Da passt die Munition für. Müssen wir mal gucken, vielleicht kann die jemand behalten. Vielleicht Alex. Alex hat gerade gar keine Waffe. Na dann machen wir das passend, würde ich sagen. So, dann nimmt sie das Werkzeug wieder mit. Naja, so totalen Unsinn würde ich nicht sagen, weil wenn man Gegner relativ nah vor sich zu stehen hat, die jetzt noch nicht so stark sind am Anfang, kannst du halt mit einer Pistole mit sehr wenig AP ziemlich gut was wegschießen. Okay. Achso, sie kann hier noch eine Waffe reinnehmen. Gut. Next. Biff. Kannst noch eine zweite Pistole aufnehmen und Magaziner. Auch noch eine Pistole rein. Dann nimmst du halt die drei noch hier. Okay. Und Flo hat noch Platz. Zwei Makarovs hier rein. So. Drei übereinander passen. Gut. Okay. Das können sie ja noch laden. Ich auch noch mal ein bisschen Platz sparen. Ist bei Biff auch gewesen, dass der leere Waffen hat? Ja, hat er. Allerdings.
Nicht genügend. Ja. Nicht genügend. Okay. Neun Stück kann man auch noch gut verkaufen. Ein bisschen Platz machen, dann kann ich die unterschiedlichen Munitionstypen reinpacken. Die Sanitasche noch mitnehmen und dann bin ich voll. Richtig, richtig. Gut. Dann bin ich voll. Wie schwer sind die jetzt? 102, 103, 99? Nee. Alex? 80, ja, das denke ich okay. Okay, na dann. Macht ihr euch auf den Weg nach San Mona in der Gegenrichtung? Okay. Habe ich ja einen ganz großen Teil weggeschafft. Und die gehen ja erstmal nach. Genau, gehen erstmal nach San Mona. So, okay. Auf geht's. Ich lerne schnell. Ich bin da, wo ich sein soll. Also, sie sind schon da. Dann geht mal verkaufen. Weiß gar nicht, ja. Ob inzwischen ein Tag vergangen ist, aber ich denke mal schon. Okay. Okay, mach ich. Ja. Ihr müsst alle mitkommen. Okay. Du kannst mal in die Bar gehen. Ja. Nimm deine Frau mit. Ja. Du wirst ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Gib Wasser. Ja. 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 Ja, niemand Besonderes in der Bar anscheinend. Ja, Ungezogener, dann wünsche ich dir ein schönes Real Life. Ich werde auch gleich rüber raiden zu P und Josie. Und dann erstmal Wäsche aufhängen und eine Runde laufen gehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Schön, dass du wieder da warst. Gib Wasser. So, rede noch mit Toni. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ach, er muss ja noch diese Waffe reparieren. Oder muss ich die überhaupt noch reparieren? Ist halt ein bisschen besser als die, die er hat. Genau, das wollte ich verkaufen. Lass mal sehen, was wir hier Holz, haben. Holz, dann nimmt er leider nicht. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Okay. Dann noch mehr Munition. Die exotische Munition hier. 9x21. Keine Ahnung, was das ist. 9x21. Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Das werde ich auch gleich tun. So. Ah ja, die hat er ja noch. Die muss auch weg. 9x18, aber 9x21. Schon gut. Lass dir Zeit. Brauche ich vielleicht auch noch, aber
Das Geschäft ist perfekt. Muss ich erstmal gucken, was das noch ist. Noch etwas? Ja, bei jemand anderem vielleicht. Chris. Chris hat Pistolen dabei. Die nimmt er. Ist ja nur eine Elfer. Die wäre eine Zwölfer. Mini-Uzi braucht er auch nicht. Einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Achso, das wäre ja auch eine 16er. Vielleicht sollte ich die behalten. Weil die das passt. Hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Jetzt sollte ich die lieber behalten. Die hätte Reichweite 16. Und die hier verkaufen, kriege ich doch bestimmt den auch drauf. Genau. Dann behalte ich die Uzi. Na klar, machen wir so. Genau, und das wird verkauft. Die kriegt dann... Nee, ist ja nur eine Elfer, wie gesagt. Das hat einigen Wert. Die kommt schon mal weg. Einen fairen Preis. Da überlege ich noch. Die Munition weg. Die Munition nicht. Okay. Mal so. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Okay. Grizzly. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das könnte die Munition sein, die ich dann für die andere Pistole brauche. Ja, die hat ja die Heckler und Koch, aber die hat eine bessere Reichweite. Ah, der behält noch beide, würde ich sagen. Raus. Ist die Munition für die Pistole? Nee. 62 mal 25. Tja, keine Ahnung, welche Munition die Waffe hat. Vielleicht habe ich sie auch deshalb nicht benutzt, weil die eher ein untypisches Munitionsformat hat. Gut, dann... Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas. Hamus. Ach, bei dem waren wir schon. Den waren wir schon. Und die 9x21. Er hat zwei Gewehre aktuell. Ach, dafür fehlt die. Das ist ja dieses 10mm Autoformat, das wovon es so wenig gibt. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Nee, okay. Gut, den Rest habe ich hier nur mitgenommen, um ihn wieder abzulegen. Anscheinend. Okay, so. Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften interessiert bist. Bis später, Thürerwall. Gib Wasser. Ja, niemand braucht erste Hilfe. Sehr schön.
gut zu wissen. Gut, dann geht man hier rüber. Werde ich noch ein bisschen was ablegen. Dimitri gewinnt mal einen Punkt an Kraft, weil er hier mit vielem Gewicht rumläuft. Da gewinnen die immer mal wieder an Kraft hinzu. So, und dann lege ich mal hier noch die Gürteltasche ab. Nee, nicht an Chris weitergeben, ablegen. Hier noch das Gedöns. Diese Munition. Ich weiß gar nicht so recht, ob ich die vielleicht lieber mitnehmen sollte und in den Truck packe oder so. Weil eine Waffe werde ich ja dazu bald haben. Da müsste ja noch mehr davon rumliegen. Trägt der Dimitri gerade. Mal den Rest noch mit. Ja. Okay. Er hat abgelegt. Pablo ist ja schon ausgestattet. Vielleicht das übergeben an jemanden, der es braucht. Beispiel an ihn. Er könnte sich mal Tasche schnappen, vielleicht. Da passt ja nur diese Munitionskiste rein. Hier ist selten dämlich die Tasche. Ach, das ist das 10mm Autoformat. Da können wir die Munition noch mitnehmen. Halt halbwegs voll. Nicht so schlimm. Schalldämpfer nehme ich dir weg. Den nehme ich dir weg. Bis. Da leiser. Okay. Gut, Helmer. Weg damit. Habe ich die Munition nicht verkauft? Noch verkaufen, glaube ich. Brauche ich davon nicht? Oder er kriegt die.
Naja, Pablo braucht die ja nicht so dringend. Dann kriegt er lieber mehr für seine Pistole. Genau. Er hat auch noch einen Helm, den er loswerden kann. So, und bei der hatte ich noch überlegt. Ach, er und dann hat noch so eine Gürteltasche. Die ist nicht schlecht. Die haben eine schlechtere hier. Die haben alle bessere. Weil die von Hamus ist nicht so geil. Doch, die ist auch gut. Einfach anders geschnitten. Ja, sogar besser. Nee, die ist schon auch okay. Okay. So, lassen wir es erstmal. Die nehme ich noch mit. Da kommt Munition rein. So, alles, was in Rucksäcken ist, ist nicht erreichbar während des Kampfes. Das ist okay. Gut, kann das hier in den Rucksack. Gut. Knut. Jetzt könnte ich da übernachten, aber macht auch keinen Sinn eigentlich. Ich renne jetzt rüber. Sie. Die beiden müssen abgeliefert werden und die hier müssen zurück. An der Stelle speichere ich. Das wollte ja eine Weile dauern. Ich bin soweit. Wir haben die ersten fertig trainiert. Wir trainieren weiter. Die Söldner sind. Jetzt kommen sie sich, laufen sie sich über den Weg. Scheint aber erstmal alles frei zu sein von Gegnern. Das ist gut. Bin fertig. Brauche was zu tun. Jetzt hat er alles repariert. So. Jetzt kannst du halt wirklich trainieren. Du kannst ja schon alles. Kann noch ein bisschen besser werden. Ich lerne schnell. Ach, ich brauche ein schönes, warmes Bett. So, stopp. Pablo. Du bist gleich fertig mit Üben, ne? Warte noch mit 23 Uhr. Schwindelig. Ohne Schlaf kann ich einfach nicht weitermachen. Das muss Telepathie sein. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ihr seid ja eh gleich da. So, Pablo. Komm mal wieder in die Truppe und du gehst jetzt mal nach unten. Gut. Deinen täglichen Kampf machen. Ich warte. Das sollte jetzt um 23.05 Uhr funktionieren. Falls mich Spike nicht reinlässt, gibt's ja den zweiten Eingang. Ja? Was? Schätze, du willst da rein, was? In Ordnung. Du siehst okay aus. Ich glaube, der mag Kampfsportler, die lässt er eh rein. Gut. Also sind Sie hier, um Ihre...
Ja. Sobald Sie mir Geld geben, werden wir weitersehen. Gebe ich dir? Wie war das? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sehr gut. Herr Klaus, der Club. Ich schnapp ihn mir, Bob. Dann schnapp ihn dir. Gleich mal wieder Geld verdoppeln. 5000 holen. Dann muss ich aber wirklich los. Gleich. Aber es kann sein, wie gesagt, es kann sein, dass ich nachher nochmal weiterspiele. Peter Klaus, einige meiner engeren Freunde. Ein neuer Kampf. Ja. Sind die Kämpfe bereit? Ja. Ich speichere noch einmal rein in den Ring und dann kann es auch gleich losgehen. Überlass ihm die erste Runde. Er telefoniert erstmal. Sehr klug. Ja. Jetzt schaffe ich nicht. Gar keinen Rucksack. Komm her. Komm her. So, jetzt aber. Kann ich hier nochmal speichern. Oh. Ah. Verwundet. Oh. Aha, wir haben unseren Gewinner. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Ja, und wenn ich die 20.000 von Kingpin klaue, dann kann ich hier nicht täglich 5.000 mehr an Geld abholen. Das ist auch ein Nachteil. Also Kingpin sollte man sich schon länger aufheben, sodass man eben diese Kämpfe auf jeden Fall noch machen kann. So, okay, dann kann Good. Pablo auch zurück. Okay, Reise beendet. Ich warte. Und dann kannst du weiter üben. Wobei jetzt fast fertig. Technik wahrscheinlich. Weiter Technik. Wobei, wir haben ja ein paar Sachen hierher gebracht. Kann er vielleicht auch wieder reparieren? Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Ist hier irgendwas Kaputtes rum? Klar, hier liegt eine kaputte Gürteltasche. Also mindestens die kannst du reparieren. Ach, und ich sollte darauf achten, wenn ich beispielsweise, ich glaube, da ist auch noch ein kaputter Helm dabei, genau, oder sogar drei. Genau. Wenn ich jetzt Waffen verkaufe, sollte ich die vorher auch reparieren, dann kann ich sie auch teurer verkaufen. Naja, nun ist zu spät. Speichern, weiter geht's. Die werden staunen. Ich mache Fortschritte. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, ihr könnt gleich mal ein Schläfchen halten. Biff und Flo haben Kraft gewonnen, weil sie schwer getragen haben. Genau. Dann gehen die jetzt beide, beziehungsweise alle drei, zu Toni. Ja, ich höre. Falls sie es noch schaffen, dann liefere ich gleich. Biff gewinnt auch noch gern Gesundheit. Auch nicht schlecht. Dabei kann Flo ganz dringend Gesundheit gebrauchen. Hier dann. Ja, ich höre. Habe ich doch gedrückt.
Ja, ich höre. Ich wette, du bist hier. Danke. Oh, ja. Oui. Genau, also bevor ich jetzt hier alles verkaufe, ja. Erstmal nochmal nach mir, der... Du Interesse hast. Ach nee, ich hab die schon alle repariert, ne? Ich hab die eh schon alle repariert, also. Lass mal sehen, was wir hier haben. Raus damit. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. ICAP. Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Das kannst du schon mal haben. Dann haben wir 9x19, die Munition behalte ich. Behalten. Wo lasse ich die denn? Leg sie erstmal hier hin. Aber die Waffe kann weg. Genauso die Waffe. Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? Ist da drin? Das ist auch 9x19, ne? Ja. So. Ich muss erstmal was verkaufen, damit ich die Munition zurückbekomme. Blöderweise. Nummer 18, die kann weg. Kann ich die auf den Boden legen? Geht nicht so einfach. Shit. Na komm, irgendjemand wird doch Platz dafür haben, oder? Ja, ich mach's so, genau. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Und die Munition. Ist ja noch mehr das von dieser. Hat einigen Wert. Achso, die habe ich jetzt zurückgezogen. Genau. Gut. Biff, was hast du noch an Munition? Das hat einigen Wert. 9x19, ganz viel. Die behalte ich komplett, die 9x19. Lo hat eine Pistole, die sie loswerden soll. Die hat 40er. Magazin geladen. Also die Makarovs. Ja, so viel passt da nicht rein. Erstmal. Das Geschäft ist perfekt. Kaufen. Nochmal 2500 gemacht. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. 9x19 behalte ich. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ich glaube nicht. Den Rest nimmst du nicht. Okay. Sehr gut. Sehr schön, ja. Tatsächlich. Okay, oui. Geht mal hier rüber. Pablo kann dann erstmal die 9x19mm Munition nehmen. Jawohl. Ja.
Bis dahin kommen sie, glaube ich, noch, bevor sie umkippen. Hoffe ich zumindest. Na komm, ja, höre. Richtig rein. C'est bon. C'est bon. Okay, gut. Und einmal tauschen. Dann erstmal den Verbandskasten wieder voll machen hier. Dann schauen wir mal nach Ausrüstung. Haben alle einen Helm? Ja, aber keinen getarnten. Kriegen auch alle einen getarnten Helm. Ja, schon mal ein bisschen besser. Getarnten Helm. Kevlar-Weste haben schon alle. Sehr schön. So, die Sphinx kann ich, glaube ich, schlussendlich auch verkaufen und die Sig Sauer auch, weil beide nehme ich jetzt eh nicht mehr. So, dann haben wir hier noch Gewehre, die wir nicht nutzen können. Die gebe ich jetzt mal an Pablo. Er kann auch noch was ablegen hier. Ach so, nee, der repariert die ja gerade. Verstehe. Die repariert er gerade, aber hier das kann er ablegen. Beziehungsweise eigentlich auch verkaufen. Stange ab. Sollst du mal eben verkaufen gehen hier? Pistolen plus der Munition. Andererseits ist es albern. Ne, das ist seine. Verkaufen und die Pistole. Soll die jemand verkaufen? If, is it you? Das Flow. Oui? Dann bitte Flo. Jetzt muss ich sie erstmal ein Schläfchen machen lassen. Jetzt kommen sie nicht mehr klar. Stopp. Oui. Hey, da geht's. Du bist ja hier noch zu. Ich wette, du. C'est bon. Mais oui. Ja. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich Munition zahle für die, Preis. Die Waffe? Hast du nicht. Schade. Weil du behältst jetzt trotzdem erstmal. Ach nee, ist ja ganz schön viel Gewicht. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften interessiert bist. Weiß ich. So. Zurück mit dir.
So, dann bin ich die Pistolen auch los. Drücke ich nochmal hier Sachen an Position des Söldners ablegen. Shift M. So. Dann kommt der Holz da noch dazu. Dann. Den kann hier bleiben. Können wir stapeln. Die. Oh. Kann ich auch noch verkaufen. Ach, sie hat ja eine 9x19mm Pistole. Ja, blöd. Das kann ich auch noch verkaufen. Okay, Moment. Dann dieses, die Gürteltasche kann ja auch jemand anziehen. Von euch hier. Ich glaube, Alex hat gar nichts. Alex kriegt eine Gürteltasche. Jetzt. Genau. Okay, dann haben wir hier noch zwei Schutzwesten. Die können raus. Was haben wir noch? Sanitasche ist okay. Helme. Helme muss er in der Hand haben, wegen Reparieren. Die Helme. Dann hat Alex noch mehr Helme. Die sind alle repariert. Jacken, die sind auch alle repariert, hat sie ja alles repariert. Uhr. Ach, behalt die einfach. Immerhin ein Prozent Gewicht. Ja. Okay, und dann? Habe ich auch erstmal alles. Arzt ist eigentlich Biff. Der hat 24 Medizin. Gut, und dann können die jetzt hier schlafen. Ach so, das kann ich natürlich noch mitnehmen. Alex hat ja eh die größte Kraft von den dreien. 57, gut. Okay, dann schlafen die drei und dann gehe ich noch mit den anderen. Ich bin da, wo ich sein soll. Zum Flughafen. So, die sind auch noch ein bisschen fit, aber ich liefere jetzt die Zivilisten ab. Ja. Ich glaube, ich muss sie bis hinter die Tore bringen und dann sind sie zufrieden. 8:30 schon. Eine Stunde überzogen.
Aber es dauert wie eben wie es dauert, ne? Yay. Ich vergessen. Muss ich auch gleich los. Ah, mach ich. Gleich loslaufen. Noch loslaufen, bevor ich die Wäsche aufhänge. Da. Dann rein mit euch. Okay. Ja, mach ich. Ganz genau. Sonst geht die Sonne unter. So. Okay. Mach ich. Ich kann's nicht glauben, dass ich endlich hier bin. In einer toten Stadt, in einem Land ohne Zukunft. Mary, hast du Geld bei dir, das wir ihnen geben könnten, als Dank für alles, was sie für uns getan haben? Das ist all unser Urlaubsgeld. Aber ich geb's ihnen nur zu gerne, solange sie uns nur sicher aus diesem Land bringen. Meine Kinder und Enkelkinder wieder in die Arme schließen zu können, ist jeden Dollar wert. Ah, jetzt fällt mir was ein. Ich hab da was, was du gebrauchen könntest. Nur durfte ich das nicht mit in den Flieger nehmen. Hab mir etwas besorgt, um mich gegen Räuber zu wehren und sie zu erschießen, wenn's sein muss. Ich schick's dir zu, wenn ich nach Hause komm. Bin richtig stolz drauf. Damit kannst du jeden gemeinen Verbrecher in Schach halten. Danke für alles. Ist mir klar, dass du mehr getan hast, als du eigentlich solltest. John und Mary haben ein Level an Erfahrungsstufen gewonnen. Witzig. Okay, ja. Das ist all unser Urlaubsgeld, sagt sie. Ach ja, sie haben es da auf die Erde gelegt. Gut. Dann nehme ich mir das noch. Ich hab's. Sehr schön. Nochmal 2000 gemacht. Und John schickt uns noch was zu, wenn er dann zu Hause ist. Die sind jetzt nicht mehr lange hier. Man kann ja noch mal gucken, was sie jetzt so sagen. Ich kann's nicht erwarten, mit meinen Kumpels wieder zum Bowling zu gehen. Ich kann's nicht erwarten, mit meinen Kumpels wieder zum Bowling zu gehen. Fair enough. Kann ich dich noch rekrutieren? Ich kann verstehen, warum du mich anheuern willst. War lange genug bei der Reserve. Aber ich habe Mary nun mal diesen ersten richtigen Urlaub seit Jahren versprochen. Sie wäre nicht sehr begeistert, wenn ich annehmen würde. Ja, der Urlaub war ja auch schon enttäuschend, von daher doppelt hält besser. Ich möchte nur zurück nach Cleveland. In Gedanken bin ich schon da. Ich möchte... Sehr schön. Schön, Sie getroffen zu haben. Ich hoffe, es geht alles glatt. Hoffe ich auch. So, super. Habe ich sie abgeliefert? Jetzt kann ich im Prinzip den ganzen Rest noch mitnehmen von hier, weil ich ja mit denen eh schon hier bin. Ach, wie schön. Schön, dann muss ich ja gar nicht mit den anderen zurück. Genau. Dann können wir alles zurücklassen hier in Drassen. Jetzt hier. Was tun? Laden noch den ganzen Rest auf. Dann haben wir hier das Inventarmanagement auch gleich fertig. Diese blöden Kisten. Hätte ich das bloß nicht in die Kisten konvertiert. Nee, du kannst es nicht tragen. Okay. Eine weitere Brechstange. Grizzly hat noch viel Platz. Alles zu Grizzly rein. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Na dann, auf dem Weg zurück. Yeah. Und Drassen ist... Ah, stopp. Hier müssen wir noch Halt machen. Okay. Da liegt noch was rum. Da liegt auch noch was rum. Was liegt denn da überhaupt? Ein bisschen Munition.
Okay, gut. Wundervoll. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diesen Teil. Und mal schauen, vielleicht spiele ich nachher nochmal ein bisschen weiter. Eine kleine Nightlife-Session dann wirklich mal wieder. Vielleicht bevor ich es vergesse, nochmal auf die Verträge gucken. Könnte jetzt den Vertrag von Fox verlängern. Das mache ich auch gleich. Das hört sich gut an. Und Grizzly. Es ist immer gut, am Ball zu bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? Sehr schön. Und jetzt mache ich an der Stelle Schluss. Speichere. Stream. Ja. Und weiter geht's dann nochmal. Bis später, Türe. Weiter geht's dann. Rest in Omerta einsammeln. Die anderen Söldner hier rüberbringen und dann vielleicht ein bisschen die Gegend erkunden und dann hier den neuen Raketen oder den nächsten Raketenposten dann freimachen, sodass der Helikopter hier auch im ganzen Norden rumfliegen kann. Und dann kann ich mir den nehmen, als ja, wenn ich mal schnell irgendwo hin muss. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich stelle auf den anderen Screen um. Hören kann man mich ja noch. Gespeichert habe ich bereits. Kann ich ausschalten. Und werde jetzt das Raid-Ziel raussuchen. Es ist ja schon klar, wo ich hin raide. Naja, so ganz sicher noch nicht, ne? Josie oder Pi. Vielleicht zu demjenigen, der weniger Follower hat. Das wäre eine Möglichkeit. Startseite, Stream verwalten. So, Kanal raiden. Und Pi hat weniger Follower, wie überraschend. Ja, aber der schickt ja dann eh wieder alle rüber. Also gehe ich zu Josie. Also falls noch jemand im Lurk zuschaut, dann fliegt er jetzt oder geht er jetzt mit rüber zu Josie. Da wird gerade Forge of Empires gestreamt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen. Das ist ja immer das Abendprogramm oder das Wochenendprogramm von Pi und Josie. Und ich wünsche viel Spaß dabei. Und schreibe dann selber noch Hallo und gehe dann aber erstmal eine Runde laufen. Gut, soweit so gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Noch kurz warten, bis ich los raiden kann. Aber nun ist es soweit. Ciao.